habe ein Buch heute, ich habe Geburtstag gekriegt. Eigentlich ist mein Geburtstag heute noch nicht, aber da geht es um viele Dinos. Und guck mal, dafür ist ein Allosaurus, der raubt Dinos wie der große Apatosaurus. Soll ich euch mal zeigen? Das ist ein Apatosaurus. Buh, buh, buh. Und das hier ist Tyrannosaurus Rex. Der hat eine furchtbare Länge mit 12 Metern und wuchs 5,6 Meter groß und hat 3 Kilogramm, ich meine 6 Tonnen schwer. Und er hat sich einen Triceratops geraubt und einen Ankylosaurus. Und er war ein Vorsparer mit 5,6 Meter groß. Und Velociraptor war auch schon ziemlich Vorsparer mit seinen Klauen. Er schlägt sehr kreis. Und er ist aber chemisch klein. Er konnte nur 1,1 Meter wachsen und wiegt nur 15 Kilogramm. Seine Länge ist zwar 2,1, also schon Vorsparer. Sein Opfer könnte Protoceratops sein. Und auch Ankylosaurus, auch wie Tyrannosaurus. Aber Ankylosaurus ist auch ganz schön mächtig mit seiner Keule hier. Damit hat er sogar so einen Tyrannosaurus Rex erschlagen. Tyrannosaurus Rex konnte da nur Triceratops besiegen. Und hat euch gefallen, Tyrannosaurus Rex? Also ich euch noch ein paar Bilder von hier zeigen. Ich zeige euch mal, Tyrannosaurus Rex war hier mächtiger. Und hier sieht der Tyrannosaurus Rex gegen Ankylosaurus. Ziemlich mächtig sieht aus. Oder Tyrannosaurus Rex gegen Ankylosaurus. Cut.